Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout New Vegas und ja, ich denke, wir können heute mit Reisen soll sicherer geworden sein, weil die Unholde sich zurückziehen, aber ich wäre immer noch vorsichtig. Ja, jetzt sind wir auch auf der Reise nach Searchlight, wo wir ja immer noch die Anzüge zurückbringen sollen. Und die Typen noch erledigen sollen. Gut, das ist natürlich eine Nebensache, aber... da frage ich mich, das war... Wie viel haben wir denn schon? 8, okay. Ich denke, es sind 10 oder 20 oder so. Eine schön gerade Summe halt. Machen wir das mal. Ah. Jemand hat endlich diesen kranken Hurensohn Motorrunner erledigt. Recht so. Ja, das war ich. Was gibt's denn jetzt schon wieder? Ich habe für Sie den Strahlenzug. Denn verdammt nochmal auf Zeit. Bereit zum Loslegen? Ja, klar, ich bin bereit. Gut, wir gehen erstmal zum Polizeirevier. Hier ist der Schlüssel. Wir folgen dir. Nur, dass du's weißt, ich verlasse die Stadt erst, wenn ich hab, wonach ich suche. Wenn du abhaust, dann laufe ich dir bestimmt nicht nach. Okay. Zum Polizeirevier. Oh, da sind mit Gegnerchen wieder. Schießen sie schon wieder alles gut. Bingo! Hey! Was sind denn die Gegner hier? Hier. Hallo! Hallo! Los! Das war bei Veronica, die da im Weg stand. Na los! So, Quark. Hä? Eine Haarklammer. Nehme ich auch. Ja, was ist denn jetzt noch mit der Aufgabe? Wieso habe ich zwei Ziele? Ich dachte, ich muss so einen Ort mit Logan das Polizeirevier durchsuchen. Okay. Machen wir. Hier. Polizeirevier, ah ja. Boah! Boah! Was ist denn jetzt? Sanze Zasse für Überlass. Ist doch cool, dass ihr alle nicht verstrahlt und beruhigt. Erwischt. Ja. Redex, hey. Eine RNK-9mm Maschinenpistole. Naja, kann ich nicht gebrauchen. Auch nicht. Den kann ich auch nicht gebrauchen. Oh, was ist denn hier passiert? Eine AK 10mm Pistole? Na, reicht schon. Ja, okay. Korken. Ich glaube, mir geht's nicht so gut, kann es sein? Sollte meine Weddex nehmen. Hm, vielleicht bin ich nur schrecklich. Granaten, brauche ich auch nicht. Im F-Zell Munition jeglicher Art. Mit voller Beleuchtung gesehen, sieht man meilenweit. Ja, ich war schon drauf. So, was haben wir denn hier? Ganz viele Rechner. Kaputtes RNK-Kommunikationsterminal kann ich nicht nutzen. Okay. Dieser Turm auf dem Strip, von dem aus man meilenweit sehen kann? Angeblich ist er nicht mehr verriegelt. Ein K-Kommunikationsterminal. Eins, was noch funktioniert. Divided. Several. Okay, Service. Könnte auch sein. Ja. Gut, Kommunikationsstart. Was haben wir denn? Gesamte Kommunikation aus dem Betrieb. Kommunikationseintrag 842. Camp Searchlight. Protokoll ist vom Offizier. Der Quartiermeister meckert schon wieder wegen fehlender Vorräte und schlechter Kommunikation. Ich sage ihm, dass mit dem Kommunikationssystem alles in Ordnung ist und vermutlich seine Zahlen nicht stimmen. Das scheint er mir aber nicht abzunehmen. Dieser Blödmann wird mich vermutlich so lange nerven, bis ich entweder beweisen kann, dass er ein Unrecht hat oder einen anderen Schuldigen finden. Verdammt, ich hasse diesen Mist.
Eintrag 923. Gestern Nacht hat sich ein Red Scorpion ins Lager eingeschlichen. Ein paar von den Patrouillensoldaten lassen allmählich nach. Bemerkt wurde das Ganze nur, weil einige der Kommissstationen sich seltsam benahmen. Als der wachhabende Soldat hinausging, um die Sendeanlage zu überprüfen, fand er den Skorpion, der einige Kabel angefressen hatte. Wozu brauchen wir eigentlich überhaupt Patrouillen, wenn dauernd solcher Mist passiert? In Eintrag 937. Nach der Sache mit dem Red Scorpion wurden die Nachtpatrouillen wieder umgestellt. Das ist das dritte Mal in diesem Monat. Die begreifen wohl einfach nicht, dass nicht die Patrouillen das Problem sind, sondern die Soldaten. Jedes Mal, wenn ihre Patrouillen umgestellt werden, reagieren sie verwirrt und es ergeben sich 2-3 Tage lang Wachlücken, bis sie sich an den neuen Zeitplan gewöhnt haben. Ich kann nur hoffen, dass die Legion das nicht bemerkt. Und außen plötzlicher Temperaturanstieg. Notabschaltung initiiert. Okay. Yo! Die RNK hat sich Nelson wiedergeholt. Vielleicht können sie diesen Krieg doch noch gewinnen. Was gibt's denn jetzt schon wieder? Wonach genau suchen wir eigentlich? Alles mit einem RNK-Abzeichen, das mit Waffen, Computern und Funk zu tun hat. Ach so, das heißt doch die Waffe hier. Hier. Und. Hier. Und diese Terminals wahrscheinlich. Schreibtische, RNK-Computerteile, RNK-Funkgeräteteile. Schon mal den Turm auf dem Strip mit voller Beleuchtung gesehen? Huch, da wollte ich mich nicht hinsetzen. Sieht man meilenweit. RNK-Computerteile. Brocken. Ist da jemand? Nein. Eine Welttanne, die leer ist. Die RNK hat sich Nelson wiedergeholt. Noch mehr Schreibtische. Sie diesen Krieg doch noch gewinnen. Ja, natürlich wird sie den Krieg gewinnen. Ein Granatenwerfer von der RNK. Splittergranaten von der RNK. Wovon eine verloren gegangen ist. Das ist was ziemlich problematisch ist. Muss ich gerade mal CCL verwenden. Warte. So. Falsche Taste. So, was haben wir denn hier noch mehr? Munition, Metallkisten. Nichts von Bedeutung. Ein Schreibtisch. So, was haben wir denn sonst noch? Ich glaube, das war's, oder? Was gibt's denn jetzt schon wieder? Ich glaube, das sollte alles sein. Okay, wir können weitergehen. Hier ist der Schlüssel zur Feuerwache. Okay. So, was haben wir denn da für nette Gesellen? Hallo! Oh, da leuchtet sogar der Kopf grün. Spaß? Ja, reicht. Weddex! Korken! Wo läufst du hin, Veronika? Mensch. Da! Ach so. Was haben wir denn hier? Sehr leicht. Das ist eine 20% Chance, dass wir auf Anhieb das Richtige machen. Cool. Dann kann Wall. Gave, okay. Jetzt haben wir es auf jeden Fall. Wipe, ja. Wir hatten nur noch 2 und wir hatten 3 Versuche, von daher. Sie. Hey. Aua! Spaß? Ein bisschen. Oh. Was soll das? Wofür seid ihr denn da? Uah. Ja, das denke ich mir auch mal wieder so. Aber wir haben 10 Stück, das ist schon mal nicht schlecht.
unsere Radioaktivität steigt auch immer weiter an. Ich nehme wir dann. Da stand doch gerade irgendwas. Alle gute Erkennungsmarken zu First Sergeant S dort zurückging. Ah ja, okay. Oha, das sind auch wieder nette Leute. Oh ja, und der zweite? Der zweite ist drin. Ja, was soll denn das? Jetzt reicht hier nicht nur ein Kontraboss. Bisschen. So, eine Korken. Schon mal einen dieser Ranger in Schwarz. Ja, Feuerwache. Oh, du Heiliger, diese. Ach du Scheiße. Halleluja. Das ist jetzt nett. Macht Spaß. Mensch. Das war jetzt aber. Heieiei. Verstrahlte Juckerbandfrucht. Ja, die ist was brauche ich nicht. So. Da war die Legion. Oh, hä? Und was genau suchen wir hier? Schnauze halten und weitergehen. Legion-Befehle. Oh. Ja, das wird einmal reichen, denke ich mal. Chief Hanlons Geständnis. Die nächtlichen Patrouillen der Wachen von Camp Sergeant sind lückenhaft. Verschaffen Sie sich Zutritt zum Camp und geben Sie sich direkt zur Feuerwache. Drinnen befinden sich diverse Kanister. Öffnen Sie so viele wie möglich und machen Sie dann Meldung. Vulpus Invicta. Vulpus Invicta. Oi. Meine White Axe hat nachgelassen. Hier war wohl die Strahlenbombe, so wie es aussieht. Feuerwehrhelm, Reparatursatz. Oh. Ja, ich bin echt fast tot vor Strahlung hier. Fangen wir hier an. RNK-Splittergranaten, RNK-Maschinenpistole. Oh, ein. Ich habe eine Prayer. Okay, dann könnte. Craven? Okay. Preferred auch sein können. Ne, hätte nicht. Bericht des Feueroffiziers Nummer F1218. Die örtliche Polizei hat diesen Morgen mehrere Laster mit Atommüll aus San Onofor nach Searchlight umgeleitet. Ich habe nicht alle Details mitbekommen, hörte aber etwas von ihrer Nähe, in der Nähe detonierten Bomben und dass die Laster aus Sicherheitsgründen umgeleitet wurden. Zwei von ihnen wurden hier in der Feuerwache untergebracht. Der dritte musste weiterfahren, da wir nicht genug Platz für alle hatten. Seltsamerweise fuhr er in Richtung Cottonwood Cove. Ich frage mich, was sie dort mit ihm vorhaben. Ja, das ist der, den wir wohl geöffnet haben. Was haben wir denn hier noch? Right away. Noch eine Arzttasche. Ich brauche dringend, glaube ich, noch einen Right away. Guckt euch das an. Ich bin hier fast, fast durch. Ist dann eher ein Karteil? Ein Notfall wäre ein Polizist, der wohl. Ja. Es nicht geschafft hat, sagen wir es mal so. So, was haben wir denn hier? Eher ein K-Funkgeräteteile? Seesäcke, okay. Nichts Besonderes. Funkgeräteteile. Eieieiei, ein Stealth Boy. Sonst nichts weiter. Meines Wetter. Ach, das sind nur normale Soldatenhelm. Howdy. Howdy. Es geht immer nur so ein bisschen zurück. Ich verstrahlte Whisky, Bier, Mehl, Wasser. Hefe, alles verstrahlt. Ja, da kann ich nichts mit anfangen. Verstrahlte Pistole. Von der RNK wieder mal. Ist alles nichts Besonderes. So, haben wir hier nichts mehr? Nee. Was gibt's denn jetzt schon wieder?
das alles, was ich finden konnte. In Ordnung. Danke für die Hilfe. Zeit zum Sterben, du Loser. Ja, ganz sicher nicht. Ich habe den besseren Anzug an. Und ich habe die bessere Zeit zum Reagieren. Sorry, aber wer so ein Hurensohn ist, der wird ganz bestimmt nicht lange überleben. Glücksrad, also ehrlich. Und ich dachte, man könnte irgendwie wen vertrauen. Splittergranaten, ach, das sind ganz normale Endeffekte nur gewesen. Ja, gut dann. So, ich muss hier weg. Ich bin nämlich ziemlich verstrahlt. Das wissen ja alle. Ich glaube, ich muss nach Novak. Nein, warte. Bevor ich das mache, muss ich erstmal hier zum Commander und dem die Dinger geben. Das wird das Erste sein. Weil bei uns muss ich ja wieder zurück und das wäre ein relativer Umweg. Hat er uns einfach verarscht. Dreist. Naja, natürlich schon die ganze Zeit so unfreundlich. Den hätten wir eigentlich nie helfen dürfen, aber so hatten wir Spaß dran an ihm. Und ein bisschen üben geht immer. Schilder sind aber ein bisschen großzügig gesetzt, ne? Da ist schon längst Radioaktivität. So, hallo. Da sind Sie ja wieder. Was kann ich für Sie tun? Ich habe eine Erkennungsmarke für Sie. Oder kann ich Sie nach Private Edwards fragen? Wer ist Private Edwards? Er ist ein Ghoul in Camp Satchlight. Wenn er ein Ghoul ist, sollten Sie ihn töten. Man sollte einen tollwütigen Hund nicht leiden lassen. Also, ihn töten, ja. Ich hätte eine andere Frage. Na klar. Ich habe eine Erkennungsmarke für Sie. Danke sehr. Jede Erkennungsmarke, die Sie mir bringen, bedeutet einen erlösten Soldaten mehr. Ja. Danke. So. Danke. Das ist die letzte Erkennungsmarke. Oh. Danke für die Hilfe. Ich kann besser schlafen. Nun, da ich weiß, dass diese armen Soldaten nicht mehr leiden müssen. Danke. Danke. Das war ja super. Also, jetzt ab nach Novak, da ist ein Arzt. Die müssen mich mal wahrscheinlich von der Bestrahlung befreien. Genau, von der Verstrahlung befreien. Ist vielleicht passender. Aber wir sind die Ärztin. Ich kann eh schlafen. Ist also nicht weiter schlimm. Ein Wet blinkt schon, ist super. So, schlafen wir. 10 Stunden Schlaf ist immer schön, da ist man nicht mehr müde nach. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie lange ihr schlaft. Also ich meine, ganz so alles, was so ab 7 Stunden ist, aber ich finde eigentlich viel wichtiger beim da ist immer, wann man aufsteht. Also ich komme mit 5 Stunden Schlaf und 10 Uhr aufstehen viel besser zurecht als mit 9 Stunden Schlaf und um 5 Uhr aufstehen. Das ist einfach, ich weiß nicht. Na toll. Was kann ich für Sie tun? Mich von der Verstrahlung befreien. Sind Sie sicher? Im Dunkeln können Sie da nicht mehr so gut lesen. Gerne. Okay, und denken Sie dran, wenn das nicht hilft, dann baden Sie mal in Tomatensaft. Ja, okay. Ist das komplett weg? Ja, das war, glaube ich, nämlich deutlich günstiger, als wenn ich jetzt, ne? Weißt schon. So, 53. Habe ich Wasser dabei? Aufbereitet, das wäre ja auch gut. Wollen noch zweimal. Perfekt. So, was machen wir jetzt? Wir wollten mit den, mit der Folge beenden. Also bis dahin, tschüss!